So, da geht's weiter. Mit Dead Space. Ja. Let's Play. In Kapitel 4. Ja, jetzt fahren wir erstmal hier ein bisschen Aufzug. Ja, wie so oft. Geht spannend los hier. Haben wir da schon was? Ach ja, das ist der Aufzug in dem Kontrollraum, in dem ja. Großen. Wo waren wir denn gerade? Welche Ebene? Ich weiß es nicht. Ich glaube 1. Ich glaube 2 ist dann das... die Mitte, da wo wir eingestiegen sind. Denn ich habe jetzt 3 gedrückt. Dann war es vielleicht sogar richtig. Eventuell. Ups. War nur eventuell. Das ist ein langer Aufzug. Somit überbrücken die Entwickler die Ladezeiten. Okay. Ach Mann. Das ist doch immer, weil es schießen muss direkt. Der hat jedenfalls mit uns geredet, der Typ. Was nicht viele tun. Wir haben ein viel zu kleines Inventar. Zeit für einen neuen Anzug. Ja. Haben wir den nicht schon mit? Nee, nicht. Du mit deinem Select, ey. Dreieck. Da. Stimmt. Aber wir haben noch keinen Shop gefunden seitdem. Ne. Ist echt bitter. Aber ein Audio. Hier, Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elizabeth. Elizabeth. Dann such mal Elizabeth. Ja. Wir sind also nicht die Einzigen, die jemanden verloren haben, den sie nicht wiederfinden können. Oh, guck mal. Du als Monster. Ich hätte keine Lust zu sterben. Geht doch. Nur nicht auf den Bauch schießen. Rumwabbelt. Zumindest nicht, wenn er noch lebt. Ja. So. Naja, nach einer Zeit gewöhnt man sich an die Schockeffekte. Ja. Und weiß man über einem, was erwartet. Lass mich hier. Passiert nix. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn doch mal was passiert wäre. Energie zuvor. Stellen wir die wieder her, was? Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Machen wir dann. Eine Aufgabe, die ich nicht gerne mache. Ne. Ich finde sie langweilig. Manchmal wird es auch echt knapp. Ist dann echt schlecht, dass ich gerade dran bin. Ja. Stellt euch auf einige Fails ein. Ja, ein paar könnten sein. Ich bin echt schlecht da drin. Umso lustiger. Aber ich bin eigentlich viel besser drin. Total. Ah, was können wir denn jetzt hier noch machen? Jetzt Zeit schinden, bis der nächste Part anfängt. Ja. Ja, dann halte ich mal ran. 12 Minuten. Muss versuchen, umzukriegen. Ich glaube, das schaffst du nicht. Auch wenn ich jetzt so einen Schwank aus meiner Jugend erzähle. Ja, jetzt wollte ich eigentlich mal auf die Karte. Wo ist denn hier? Und da. Such seinen Shop. Da kommen wir noch später, früher oder später eh dran vorbei. Ich wollte mal gucken, wo einer in der Nähe ist. Und ich hier momentan gar nicht. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Ach, die Stelle. Ich weiß noch, dass wir beim ersten Mal spielen da dauernd verreckt sind, aber die ist eigentlich recht einfach und man weiß wie. Ja. Wenn man das richtige Timing hat. Ja, wir müssen jetzt nämlich ans Außendeck, wie ihr gerade meint. Ach, die Scheiße. Ah, jetzt weiß ich wieder was. Ja? Muss ich dir nicht erklären, was du machen musst? Nein. Gut. Ein Tritt war. Ey, und los geht's. Schwerelosigkeit. Rennt man nochmal. Mit L2. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhöhle registriert. Stehen bleiben. Ja, immer wenn dieser Strahl kommt, dann muss man einen Moment warten, sonst wird Isaac zerrissen. Lauf! Lauf! Nicht zu viel Zeit lassen. Ja.
quasi immer kurz, wenn es anfängt zu rumpeln, und dann geht es nämlich weiter und dann kommt wieder das gleiche. Ist immer das gleiche Muster. Ja. Man muss nur schnell genug sein. Eben. Mal warten, bis es aufgehört hat und laufen. Genau. Ich schaffe den zweiten. Kannst du versuchen. Oh ja, das reicht. Jetzt. So gerade eben. Wir haben noch 38 Sekunden. Luft. Ah, jetzt eine Dose Perrier. Perrier? Wer den Film errät, kriegt einen Keks. Selbst du weißt ihn nicht. Na. Werd ich mit dir. Ich bin schlecht. Muss man hier nochmal warten, oder? Ja, warte. Besser ist, ne? Ja, wollen ja nichts riskieren. Müssen ja jetzt nicht unbedingt umsonst sterben. Jetzt kann ich laufen. Lauf. Okay. Auf. Luft, Luft, Luft. Und dann wären wir auch schon da, wo wir hin müssen. Ja, so, jetzt machen wir hier noch die Xbox kaputt. Hilft es trotzdem nicht, du hast immer noch 11 Minuten. Na! So ein Mist aber auch. Katsching. Sehr gut. Ja, viel Spaß. Speicher mal. Hier ist gerade ein Speicher. Freigelegen. Das hat doch die richtige Taste. Ja, ist mir jetzt lieber, statt ich die Scheiß nochmal machen muss. So. So. Mal kurz gesaved. Ja. Und jetzt eine Geschützturm-Mission. Ja. Das ist in jedem Spiel momentan. So sieht das aus. Ja. Ich habe sogar letztens noch ein Let's Play davon gesehen. Da hat einer das die Stelle gespielt und der hat nicht gewusst, dass man mit beiden Kanonen schießen kann. Echt? Dann hat die ganze Zeit mit einer geschossen. Hat das denn geschafft? Ja. Aber knapp, glaube ich. Ich glaube, der hatte nicht mehr viel Höhenintensität. Verdammt. Ja, also wie ihr seht, wir müssen diese ganzen Kometen abwehren. Die Asteroiden, meine ich natürlich. Ja, und natürlich die dicken. Da muss man aufpassen, die werden nämlich zu klein dann. Ja, wie bei Asteroids. Ja, also die kleinen kann man ruhig eigentlich durchlassen. Die machen nicht ganz so viel Schaden. Ja, sollte man ja aber trotzdem nicht. Ne. Das muss man nämlich eine ganze Zeit durchhalten und irgendwann wird es dann zu knapp, wenn man nicht hat. Verdammt! Bum, bum. Ja, aber es ist trotzdem eh unmöglich, dass ihr alle trefft. Ja. Außer ihr seid verdammt gut. Ja, und ihr heißt Ghost aus Matrix. Ja. Ja, wir haben in meinem Garten noch eine Minute. Wir laufen mit Chris hin. Ja, wenn ich ganz halt die scheiß Knarre überhitzt. Ja, das kommt auch noch dazu. Boah, ja. Übertreibt doch. Könnte knapp werden. Ja, das ist das wieder mit dem Spielen und Reden. Nee, bei dir ist das immer so. Ich glaube, das wird nichts. Ja, verbrannt. Kaputt. Sie sind tot. So, weißt du, und genau das war der Grund, wieso ich gespeichert habe. Ja, ich glaube, wir werden auch da noch starten. Ich bin mir da nicht so sicher. So, ich höre jetzt einfach auf, ein bisschen zu reden. Ja, währenddessen verwirre ich ihn. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, denn unser eigentliches Ziel ist ja, das Ding wieder in Gang zu setzen. Das heißt, wir müssen es erstmal manuell machen, solange bis Hammond das überbrückt hat. Und dann funktioniert das ganz automatisch. Wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern. Aber das braucht halt seine Zeit, weil der Idiot einfach nicht schnell genug ist. Ist halt kein Techniker, ne? Tja. Vielleicht hätten wir die Rollen tauschen sollen, aber wir sind der Techniker. Ja, und laufen hier rum mit Waffen und Ballern. Eigentlich sind es ja Werkzeuge. Es ist ja ein Plasma-Cutter zum Schneiden oder eine Säge zum Sägen. Gut, das eines Impulsgewehr ist das alles, ja, ist eine Waffe. Ich habe auch für die Wachleute von der Ishimura. Die Hälfte hast du. Yeah. Ja. Aber soweit waren wir eben auch schon. Ja, und dann kam ganz viel auf einmal. Natürlich. Und zu Ende ist es ja auch ein bisschen dramatischer dann. Aber jetzt läuft's gut. Da, das darfst du niemals sagen. Den Fehler mache ich andauernd bei meinen Let's Plays. Hey, es läuft doch ganz gut. So, tot. Achtung, Höhenintegrität bei uns. Ich hab das Ding gleich repariert. Nur noch einen Moment. Okay,
sehen wir trotzdem schon mal besser aus. Hammond ist also fast fertig. Mal schön, wie wir danach einen Laser auf ihn richten können. Ja. Dafür, dass er uns so Scheiße machen lässt. Ich hätte gerne auch so eine Kanone irgendwo in einem Auto oder so. Für das Ding. Falls noch Stau ist. Ja. Na. Ah. Yay. Yeah. Geschafft. Gut, Isaac. Die Zielerfassung ist wieder online und wird uns den Weg in einem sicheren Orbit freischließen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Okay, aha. Das Ding ist wieder hergestellt. Ja. Wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg zurück, weil wir jetzt wieder zum Monorail sind. Aber das Gute ist, dass das jetzt hier abgewehrt wird, kommen auch keine Kometen mehr oder Asteroiden, die uns hier stören. Das heißt, du kannst einfach durchlaufen. Aber natürlich kommen Monster. Wie konnte ich die vergessen? Ich auch nicht. Wo wären wir denn nun ohne Monster? Necromorphs. Wird ja langweilig. Ja. Der ist schon tot. Ich wollte nur nochmal nachschießen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist noch knapp eine Minute zu leben. Oh mein Gott! Schöner aber Mondspaziergang, ne? Ja. Bisschen Sterne beobachten. Sternklar der Himmel heute. Ja. Aber wirklich, sternklare Nacht. Sehr schön. Ja. Hat doch besser geklappt als erwartet. Einmal gestorben, aber was soll's. Ja. So, schön. Schön, schön. Ich bin zufrieden. Jetzt hätte ich gern Schub. Boah. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Immer ein neues Problem. Eins gelöst, kommt das nächste. Ja. Ja. Giftige Gase. Oh ja, die Viecher sind das. Hatten die eigentlich schon? Ne. Das sind nämlich so Viecher, die setzen sich auf euren Kopf, reißen euch den Kopf ab und ja, scheißen euch in den Hals. Ja, so fast. Sie führen euch die Tentakel in den Hals ein und nutzen euch dann als Körper. Also. Ja, das ist echt widerlich. Ja. Aber wir sind ja tot. Genau. Ich so ein guter Schütze bin. Total. Ebene 2, bitte. Denk so, und jetzt mal ein bisschen Fahrstuhlmusik einspielen. Okay, ihr kommt jetzt. Ah, geht doch. Ja, ach, schöne Musik gehört. Sehr entspannt, passt ja zwar gar nicht hier zu Dead Space, aber. Nee. Nimmst du hier von How I Met Your Mother 500 Miles, ne? Du guckst mehr Fernsehen als ich weiß nicht, was du meinst. Nicht? Nee. Achso. Okay. So. Ja, hey, ja, wie viel haben wir denn für Geld? 35.000? Komm, das muss reichen. Ja, 20.000. Kaufen wir einen neuen Anzug. Auf jeden Fall. Auf jeden. Das ist auch, glaube ich, schon der letzte, ne? Nee, ich glaube, da kommt noch einer. Ich weiß es nicht. Zwei? Wir sind jetzt bei Kapitel 4. Da muss noch was kommen. Au! Zusammengeschweißt. Da! Auf den Leib geschweißt. Ja. Yay. Yeah. Ja, so optisch unterscheiden die sich immer nur so ein bisschen. Ja. Bei Dead Space 2 war das ein bisschen krasser. Ja, das war echt krasser. Ich sag nur Powerman, der Power Ranger Anzug. Ja. So, was haben wir denn noch? Brauchen wir denn so? Aber dann gucken wir schon ein bisschen was zu verkaufen. Ja, ist ein bisschen was. Ach scheiße, jetzt habe ich Medipack verkauft, ich Idiot. Ja, du bist echt ein Idiot, das stimmt. So. Oh ja. Munition im Pulsgewehr brauchen wir, ne? Ja, ja.
könnten wir. Ja. Na was? Medipack, weil du ja gerade eins verkauft hast. Stimmt, Medipack. Mittler? Ja. Eins, zwei. Okay. Ich könnte noch Knoten kaufen. Ja, ich wollte gerade gucken, was wir verkaufen können, dass wir mit der zwei Knoten kaufen können. Arme Ripper Kling. Ja. Das nutzen wir ja eh nicht so häufig. Cool, da kaufen wir jetzt mal zwei Knoten. Ach, das ist. Okay. Weil wir hatten nämlich gar keinen mehr. Ja. Jetzt kriegen wir auch wieder eine Tür auf. Ja, wenn wir eine finden sollten. Ja. Guck mal da. Ein Monster. Oh, deine Zeit ist auch schon längst vorbei, sehe ich gerade mal. Echt? Wie ja. Lang schon? Seit einer Minute. Okay. Dann killen noch den Gegner, dann müssen wir auch schleunigst zum Ende kommen. Ja. Okay. Ja, dann sagen wir, das war's für Dead Space. Und im nächsten Teil geht's dann weiter und dann testen wir mal so einen tollen neuen Anzug. Der wird zwar nicht viel mehr können, aber bis dann. Tschüss. Ciao.